Wochenendzeitung! Du bist der? Lamos Lamski. Und was machst du da genau? Ich bin am Sortieren, am Plattenputzen und Digitalisieren. Du hast ziemliche Menge an Platten da. Wie viele sind das an der Zahl? Es sind mal gegen die 10'000 gewesen. Mittlerweile sind dort viele Sachen weggekommen. Aber ich schätze, etwa zwischen 7'000 und 8'000 Platten sind schon. Und das sind die Platten, die zusammengekommen sind, während ihr das Home betrieben habt. Was war das Home gewesen? Das wissen nicht alle. Das Home war eigentlich eine Zwischennutzung gewesen, wie das jetzt auch. Bewohnt ist worden von Künstlern, eine Künstlerkommune, die vieles in Bewegung gebracht hat, Mitte 90er, also Partys gemacht hat, Kunstausstellungen, aus Gruppen an einem anderen Ort und Action gemacht haben, eigentlich hauptsächlich. Die Zwischennutzung, die wir hier davon reden, die geht ja nur 2 Wochen gut und für das hast du jetzt so die ganze Platte angeschleppt? Ja, es sieht irgendwie heftig aus, aber es hat einen Sinn, die ganze Geschichte hat einen Sinn. Also es geht nachher wieder weiter und für das muss ich einfach das Ganze wieder sortieren, weil es ist ziemlich ein Mischmasch geworden. Mit den Jahren hat man einfach nur noch rausgezogen und nicht mehr wieder zurückgetan. Du hast das alles schon digitalisiert oder bist du noch dran? Ja, das ist ein ewiger Prozess. Also ich habe eigentlich wie ein Best-of gemacht. Also einfach eine Art Best-of, wo ich gefunden habe, zuerst am Anfang habe ich alles aufgenommen. Also wirklich so Herbie Hancock oder James Brown, die ganze LP. Und irgendwann habe ich gemerkt, das wird mir zu heftig. Also ich habe dann, mittlerweile bin ich 5 Jahre am Digitalisieren. Und das Ganze hat einen Nutzen, hat einen Wert, warum muss ich das machen. Also mein Wert ist einerseits, dass ich das Internetradio habe, wo man quasi 24 Stunden das Archiv hören kann. Das kann man auf www.radio.li, also bedeutet Radio Li. Und ja, das ist jetzt im Moment der Sinn dahinter. Also eigentlich versucht man, die Plattensammlung und das Radioprojekt zusammen in einen Ort zu bringen. Und die Zeit, also das ist einfach ganz einfach. Also das sind die Sendungsmacher, die daheim hocken, die von daheim aus streamen. Und es gibt irgendwie über 100 User. Also wenn wir jetzt, nehmen wir an, wir haben jetzt schnell Lust, dann kann man jetzt drauf gehen, sofern die Zeit nicht besetzt worden ist. Also jetzt ist sie besetzt, weil die Ausstellung ist. Aber jetzt im Moment läuft eigentlich das, was ich digitalisiert habe, also sprich die Plattensammlung, die eigentlich im Home entstanden ist. Ja. Cool, und wenn man sich dafür interessiert, dann geht man auf radio.li schauen und tut sich dort kundig machen. Ja genau, aber es gibt noch unten, das ist ein bisschen untergegangen, gibt es Kontakt, Info und About, da kann man sich informieren, was geht und mit uns auch Kontakt aufnehmen. Wenn man zum Beispiel will, selber Sendungen machen.